Ja, und damit wieder recht herzlich willkommen mit mir, dem Oro, und hier Tom Clancy's The Division. So, wir werden uns jetzt mal hier dann noch doch die Aufträge machen. Habe ich mich letzte Folge dann noch zu entschieden, weil es einfach ein bisschen Ausrüstung bringt. Wer hat mich da gerade angeschrieben? Wir müssen diesen Gang. Ah, okay, gut, jetzt nichts Relevantes. Dann schauen wir mal. Da haben wir wieder ein bisschen ordentliche Ausrüstung. Okay, gut. Willst du schon gehen, Kleine? Warnung! Feindpräsenz entdeckt! Ich habe einen verdeckten Ermittler umgelegt. Wir gehen in so. Da ist es hinüber, Arschloch. Was zur Hölle ist denn das? JTF-Verstärkung angefordert. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Ja, musst du jetzt von dem her. Übrigens, wir sind am Tanzquer. Also, wir sind beim Times Square, hinterm Times Square, keine Ahnung, was das heißen sollte. Da vorne ist die Tankstelle, genau. Patient hat's erwischt. Feindkräfte nähern sich. Und kommt ruhig ran hier. Der Mistkerl taucht ab. Weiter so. Ah, Chad, die Impf ist da. Bereich gesichert. Lade Daten aufs JTF-Netz hoch. Wow, Sie haben da echt gute Arbeit geleistet. Oh. Ich bin stolz, mit Ihnen zu kämpfen. Abgecredit, yeah, level up. Sehr schön. Dann schauen wir mal, nehmen wir die beiden Nebenaufträge hier mit. Dann können wir hier, gehen wir hier hinten lang, nehmen wir die beiden noch, nehmen wir das. Dann haben wir auf jeden Fall richtig schön was zum Ausbauen. Ja, das können wir noch, das können wir schon mal ausbauen, das können wir ausbauen. Wobei, ich glaube, die Krankenflügel haben wir komplett. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ich rauf genau falsch, oder? So wie ich mich kenne? Ja, natürlich laufe ich genau falsch. Agent, ich weiß von einem Informanten, dass die Cleaners eine Mappe mit nützlichen Informationen besitzen. Auch wenn das Ich in der Biologie nur eine Illusion ist. Es stimmt, wir brauchen die Informationen. Aber ich bin nur der Übermittler der Anfrage. Ich
hier ein bisschen Wasser. Oh, sie kommen sicher in den Himmel. Ach, wieder nur Schuhe. Ich freue mich sogar Schuhe, das definitiv, Mason, aber... Einige Menschen werden von den Rikers gefangen gehalten. Das sind die Fakten. Ich bin nicht in der Position zu beurteilen, ob die Geiseln in dieser gefährlichen Lage verzweifelt, aufgeregt oder erleichtert sind. Trotzdem möchten wir Sie bitten, sie aus dieser Lage zu befreien. Aus rein praktischen Gründen. Ich habe hier die tapfersten Männer und Frauen vor mir, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Wir haben alle jemanden verloren. Aber Sie sind trotzdem bereit, mich anzuhören. Und ich sage Ihnen nur eins, die Wahrheit, die von der Regierung nicht anerkannt wird. Die Kranken sind bereits tot. Die Ansteckung ist gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Von da an können Sie die Krankheit nur noch weiter verbreiten. Deswegen stehen wir heute hier. Ohne unsere Familien, ohne unsere Kinder. Scheiße. Weil wir verstehen, was es kosten wird, diese Stadt und dieses Land zu retten. Und wir bereit sind, den Preis zu zahlen. Niemand sonst wird es tun. Und deswegen werden viele Menschen sterben. Aber Sie alle, die Sie jetzt diese harte Entscheidung treffen, wenn Sie mich fragen, sind Sie alle Helden. Ach du Schande. Und er hat vollkommen recht. Aber ich glaube, das war nicht die Nachricht. Aufklärung. Da. Nein, ich vermisse. Einsatzberichte, genau. Ich habe hier die tapfersten Männer und Frauen vor mir, gut, die ich in meinem ganzen Leben Oh Mann, meine Lunge bringt mich um. Funktionieren diese Filter überhaupt? Nimm einfach was du brauchst und mach hin. Wir haben keine Zeit. Also hat es drauf gespielt. Wir haben hier schon alles leer geräumt. Ist kaum noch was übrig. Ja, ich weiß. Als wären wir mitten in einer Katastrophe oder so. Oh, wenigstens gibt's noch Bonbons. Salmiakpastille. Was ist eine Salmiakpastille? Kann man was essen? Würdest du bitte einfach alles einpacken, damit wir hier raus können? Ach, und wenn du irgendwelche Snacks findest, pack die bitte auch ein. Du bist fertig! Das war jetzt so nicht unbedingt geplant. Aber hey, sie haben mich gesehen und sie haben auf die Fresse bekommen. Lass jetzt nicht locker! Lass dir mal fehlen! Das Arschloch! Er ist tot! Schauen wir mal. Ich glaube, wir sind gerade nicht in der Zivilistenrettung, aber ist auch nicht so schlimm. Und wenn, dann vielleicht sogar doch. Mal schauen, weil könnte sein. Hier wurde wohl auch noch ein bisschen gebaut, gebastelt. Ach du Scheiße. Die wollen es jetzt wirklich wissen. Nummer 1. Nummer 2.
so. Ah, nicht dein Verband. So, und jetzt noch dein Kollege. Aufmachen, runter, der muss echt viele Passwörter kennen. Granatentyp wechseln. Sprengt den Bullen da raus! Alter! Alter Schwede. Fucking gut gepanzerte Bastarde. So, nachladen und weiter geht's. Zivilisten gerettet. Ich dachte schon, ich wäre tot. Agent, die Geiseln sind nun frei. Frei ist derzeit natürlich ein fragwürdiger Begriff für alle Menschen in Manhattan. Oder auch ganz generell. Ich bin mir trotzdem sicher, dass sie dankbar sind. Dankbar im relativen Sinn, natürlich. Ich muss zugeben, er ist mir sympathisch. Er hat so dieses... eine Mentalität, die mir... ja, die gefällt mir. Wir bauten bitte auf 5 Meter mal eine Schiene. Alter, wie viel Blut hier und Alter. Die ganzen Regale stapeln sich nur so mit Leichen. Oh. Entweder er ist auch am Virus gestorben, hat sich irgendwie infiziert, aber herzlichen Glückwunsch. Es ist ziemlich simpel. Man braucht keinen Abschluss von einer schicken Uni, um zu begreifen, was hier vorgeht. Dieses Virus wird sich weiter ausbreiten, solange Infizierte frei herumlaufen. Und man kann so viele Zäune und Kontrollpunkte errichten, wie man will. Aber das hält es nicht auf. Wenn man es vernichten will, muss man es verbrennen und völlig zerstören, bevor es sich ausbreiten kann. Also, wir haben die Ausrüstung, um uns darum zu kümmern und den Mut zu tun, was sonst niemand angehen will. Es wird nicht leicht. Und die Menschen werden nicht verstehen, dass wir das für das Allgemeinwohl tun. Aber wenn alles vorbei ist und wir diese Seuche hier stoppen, werden sie uns danken. So schlimm wie es ist, ich muss ihm vollkommen recht geben. Er hat vollkommen recht. Mit der Seuche. Man muss sie ausbrennen. Vanguard,
Packen Sie ein und begeben Sie sich direkt zur Blackside Delta. Vermeiden Sie Feindkontakt und halten Sie sich zurück, solange es möglich ist. Verstanden. Vanguard Ende. Blackside Delta? Sind Sie von der CIA oder so einem Scheiß? Irgend sowas, ja. Okay. Division Agent, aber einer, der irgendwie da hat der Division Agent die Leute umgelegt. Keine Ahnung, was hier schon wieder los ist. Sehr cool, eine weitere Drohne entdeckt. Wow. Aktives Echo-Signal geortet. Das haben wir schon genommen, das ist ja der Division Agent, der die Leute umgelegt hat. Nicht zugegeben, immer noch leicht verstört. Eine unserer Nachschublieferungen ist in Gefahr. Ich schicke die Koordinaten. Schon interessant, wie wir unsere lebenswichtigen Dinge wie Waffen, Nahrung und Medizin nennen. Nachschub. Vielleicht damit es uns nicht so dramatisch erscheint, wenn wir eine davon verlieren. Alter Schwede, diese riesigen Massen an Leichen. Oh, er wurde jetzt aussieht erschlagen. Alter Schwede, es ist so Porno. Einfach nur so negativ gesehen natürlich. Aber so schrecklich, dieses Blutbad hier zu sehen. Und da ist Information zum Agenten. Vielleicht sogar zu dem, den ich suche. Alles in Ordnung, kurz noch. Ach du Scheiße, was ist denn das hier? Ach du Scheiße, haufenweise Suchanzeigen. Ah, das ist ein Polizeirevier. Deswegen. Ah, da. Bei in der. Ich war hier drüben noch nicht drin, ne? Schauen wir nochmal kurz hier drüben rein. Naja. Nichts. Dann würde ich sagen, weiter. Asservatenraum. Oder beziehungsweise Dokumentenarchiv. Oh, Einschusslöcher und das nicht so knapp. Halleluja, was hier schon wieder los war, das will man gar nicht wissen. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Nee, doch nicht.
Na, dann schauen wir mal draußen, was der Agenteninfos sagen. Wohin? Ich vermute mal hier sogar rein. Ne, da ist er. Agenteninfos. Weiter geradeaus, okay. Nach unten würde ich mal vermuten. Vermutung war richtig. Na gut, es geht hier nur geradeaus, also in der Hinsicht war jetzt die Wahlmöglichkeiten äußerst begrenzt. Da hinten. Wieder nur eine Uhr. Aber keine Leichen. Schauen wir mal, wo uns das hinführt. Ich bin ja mal so neugierig, was so die Erkundung der Kanalisation angeht. Ach du Scheiße, wo bin ich denn hier reingeraten? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Jetzt hole ich mir euch alle, ihr Hunde. Schauen wir mal, was die da hinten bewacht haben. Wir haben 120 Betten und aktuell noch weitere 25 im Ostflügel. Alle belegt? Ja, Mann, mit Warteliste. Aber da fangen die Probleme erst an. Wir haben auch akuten Personalmangel. Es reicht kaum für das Hauptgebäude. Ich weiß. Es ist überall dasselbe. Ja, die Sarah hat alle Hände voll zu tun. Aber wir sind hier fast lahmgelegt. Und ich befürchte, dass die Infektion auch auf die regulären Patienten übergreift. Können Sie irgendwas tun, um die Dinge zu beschleunigen? Tut mir leid, Sir. Wir tun, was wir können. Ja, das sind die Probleme, die nur eine Seuche mit sich bringt. Oder eine Pandemie. Wir davon schon sprechen können. Warnung. Potenzielle Feindbasis identifiziert. Ach, wo bin ich denn hier gelandet? Agent? Agent? Eine unserer Nachschublieferungen ist in Gefahr. Ich schicke die Koordinaten. Schon interessant, wie wir unsere lebenswichtigen Dinge wie Waffen, Nahrung und Medizin nennen. Nachschub. Vielleicht damit es uns nicht so dramatisch erscheint, wenn wir eine davon verlieren. D'accord, Hotdog. Ja, ich weiß, ich habe einen Auftrag, aber ich will jetzt einmal Times Square abarbeiten, bevor ich hier an die anderen Ecken gehe. Warnung, eintreffende Gegner. Ich
Ah ja, man sollte auch aufpassen, dass man noch Munition hat. Halleluja. Alter Schwede. Ach, da drinne. Nee, da hinten, wo ist denn das? Ich vermute mal hier hinten rum. Hoffe ich. Aufnehmen, weil wir kaum noch welche haben. Warnung, eintreffende Gegner. Und dann. Warnung, Ware wird beschossen. Und das richtig. Jetzt muss ich mich doch beeilen. Wieder. Na, da hinten auch noch. Ah, ich krieg die Krise. Lauf, 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 lauf. Ob sich dieser Kampf überhaupt lohnt. Die Entropie ist unvermeidlich. Ergibt es da einen Sinn, gegen sie anzukämpfen? Denken Sie darüber nach, Agent. Ende. Er hat ja vollkommen recht. Das muss man ihm lassen. Aber ich sehe es nicht ganz so katastrophal. Eigentlich schon, aber naja, jetzt was anderes. Ja, Glück, dass ich gerade mich um was anderes kümmern will. Die Timescale sieht schon echt ganz gut aus. Oh, Tacos. Lecker, lecker, lecker. Gute Tacos. Alarm. Empfange JTF-Funksprüche. Beschuss durch leichte Waffen. Unter Beschuss. Plünderer haben uns im Visier. JTF, hört ihr uns? Signalverfolgung. Analyse beendet. Ja, ich bin doch dabei. Nein, Rikers, keine Cleaners. Großer Unterschied. Ohne sie wären wir jetzt tot.
greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Oi. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Ja, das ist doch mal... Da war doch eindeutig jemanden langweilig. Ich lasse gerne Sachen explodieren. Was mache ich mit EM-Granaten? EMP-Granaten. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Ach ja, toll. Komm wieder raus, zeig deinen Löffel. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Gut, dass ich da war, selbst wenn mir Muni ausgeht. Ich weiß, was wir besprochen haben, aber ich weiß nicht, ob die Idee so gut ist. Pass auf, denk an die Ratten. Wir haben tagelang Fallen aufgestellt und es hat funktioniert. Die ganze Kolonie vergiftet, aber die toten Ratten fingen an zu verwesen. Gestank und Insekten ohne Ende. Agent, die Kommunikation ist gestört und wir brauchen jemanden. Ich hätte doch hier. Leck mich doch am Arsch. Agent, die Kommunikation ist gestört und wir brauchen jemanden, der die unterbrochenen Kanäle wiederherstellt. Sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinn. Ich habe allerdings den Eindruck, wir können eigentlich gar nicht kommunizieren. Aber sie wollen sie repariert haben. Also an die Arbeit. Ja, wie komme ich jetzt da hoch? Ach, gute Frage. Nächste. Ah, okay. Frage hat sich schnellstens beantwortet. Dann machen wir wieder die Übertragung ready und dann ist ja auch alles wieder tutti frutti. Beziehungsweise ich will, wir machen das doch noch schnell, wir machen kein Folgenende. Dann muss ich mir immer 2 Sekunden, dauert das nämlich immer. Junkie umgelegt. So, schnell Knöpfchen drücken. Und dann schnell wieder rüber.
Ich würde da eh noch looten, aber dazu muss ich dann erstmal mein Inventar wieder sauber machen. Komm, 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 lauf zu, Hund. Lauf zu. Agent, Sie haben es geschafft. Wenn unsere tiefsten Bedürfnisse doch auch so einfach zu befriedigen wären. Fragen und erhalten. Wäre das nicht schön, Agent? Ja. Naja. Aber an der Stelle würde ich sagen, machen wir wieder Feierabend für diese Folge mit Tom Clancy's The Division und mir, dem Oromis. Tschüss, bis zum nächsten Mal.